Eigentlich wollte er ja gar nicht Winzer werden, der Hermann Steiger aus Nierstein. Und schon als kleiner Junge hatte er Flausen im Kopf, wenn er hier in den Weinbergen saß und den Rheinschiffen nachschaute. Die Weinbässe hat man immer gehabt, aber ich wäre lieber auf die Schiffe gegangen. Ich dachte, das tat und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre auch gerne zum Zirkus gegangen. Das hätte ich blöd, aber es ist Tatsache. Das hätte ich gerne gemacht. Doch anstatt in die weite Welt zu ziehen, hat Hermann sein ganzes Leben in den Weinbergen gearbeitet. Aber einen Traum hat er dabei nie vergessen. Heute ist Hermann Steiger 63 Jahre alt. Zeit, um ein wenig kürzer zu treten. Das Weingut hat er an seinen Sohn übergeben. Und auch der älteste Enkel ist ein Garant dafür, dass die Winzertradition der Steigers fortgeführt wird. Und genau jetzt will er endlich seinen großen Traum verwirklichen. Hermann will nach Sizilien fahren. Ganz alleine. Aber nicht etwa mit dem Auto. Nein, mit dem Traktor und einem Wohnwagen. Im letzten Herbst hat sich Hermann einen 22 Jahre alten Massey Ferguson gekauft und General überholen lassen. Jetzt ist der Traktor topfit, genauso wie der Hermann, der vor 2 Jahren noch auf Krücken ging. Dann hat er sich neue Kniegelenke machen lassen. Und so steht der großen Fahrt jetzt nichts mehr im Wege. Für die Niersteiner übrigens ist der Hermann längst zum Ortsgespräch geworden. Und darauf ist Sohn Hans Hermann schon ein bisschen stolz. Also jeder hat einmal also angesprochen. Und er hat gesagt, das gibt's nicht, jetzt macht er schon 20 Jahre länger, erzählt er von Neuitalien fahren und jetzt macht er es endlich wahr. Naja, ich will denen ja was beweisen, gell, das ist schade. Und ich weiß auch, dass ich das halte. Bis jetzt habe ich das immer, ich mir was vorgenommen, habe ich das auch immer gemacht. So manche, die denken dann, ich würde jetzt so ein bisschen der Dicke machen, aber das, der Vater nicht. Der Vater ist so wirklich ein bisschen deutsche Eiche, wie ihr immer seht. Und bleibt auch, würde ich sagen, doch bodenständig. Kosmetik-Sachen, alles dabei, ja? Das noch nicht, das muss noch raus. Wie, das kannst du mit rausnehmen? Ja, das mit den Strümpfen, die muss ich noch alle zusammen. Das so alles mit. Die wichtigste Stütze in Hermanns Leben ist Rosa, seine Frau. Seit 42 Jahren steht sie ihm zur Seite. Sie kennt ihren Hermann ganz genau und weiß, dass er alles tut, was er sich einmal in den Kopf gesetzt hat. Und weil das so ist, hat sie beschlossen, ihm bei der Vorbereitung seiner großen Reise zu helfen. Er so empfindlich ist mit Allergie oder Spezielles. Und dann Puder, Babypuder braucht da, der ist sehr empfindlich, mein Mann, für das er so kräftig ist, aber seine Haut, die ist unheimlich. Ausräumen auf dein Zopaste. Lauter spezielle Sache hat er nur der Chef. Steht mir auch zu. Rangmäßig. Ja, das ist so. Zum ersten Mal in seinem Leben wird Hermann ganz auf sich alleine gestellt sein. Er ist überhaupt nicht häuslich. Der weiß noch gar nicht, wie man eine Kaffeemaschine ausstellt. Tee, das kann er sich gerade noch mal machen mit dem Wasserkocher. Aber sonst gar nichts. Aber jetzt will er sich kochen, ich wundere mich. Jetzt will er sich ein paar Suppe und sowas, haben wir ja ihm gekauft. Und die will er sich hier dann machen. Aber steht hier drauf, wie man es macht. Im Weingut hat Hermann soweit alles vorbereitet, damit er 3 Monate lang wegfahren kann. 140 Flaschen von seinen besten Weinen nimmt er auf die Reise mit. Alles klar. So, das war's, mein Liebe. Wir brauchen nicht. Ein bisschen Bärenauslese aus dem Jahr 1999. Und die nehme ich mit, wenn ich in Italien war, zum Geschenke. Nämlich das ist ein schönes kleines Präsent. Wem schenken Sie den Wein? Oh, wo ich Halt mache, so weiter und so fort, wenn ich übernachten kann, mit dem Schlepper im Hof irgendwo stehen bleiben kann, beim Landwirt oder was, und habe ich mir vorgenommen, dann das schön dann verschenkt. Das ist schon was Besonderes. Neben euch, das ist aber nicht Falle. Ja, ja. Ja. Wie fühlen Sie sich denn jetzt so beim Einräumen? Naja, nicht so gut.
muss schon sagen, ich wäre lieber mitgefahren. Aber es ging ja nicht. Das ist eine lange Zeit, ne? Aber naja, ich habe ja nicht Arbeit und da so ganz langweilig wird es nicht werden. Am Abend vor der Abreise im hauseigenen Gutsausschank. Immer wieder hat Hermann allen von seiner großen Fahrt erzählt. Jahrelang musste er sich die spöttischen Sprüche von Nachbarn, Bekannten und sogar der eigenen Familie anhören. Irgendwann hat er mal gesagt, Gottfried, oder ich kann nicht mehr anders. Ich habe so oft und so oft immer wieder versprochen, ich mach das, jetzt muss ich es machen. Ich kann nicht mehr anders. Stimmt. Hat sich an die Wand gestellt. Ja. Aber ich wünsche ihm trotzdem alles, alles Gute. Wo ist er denn? Oh, was habt ihr denn so fertig? So viele Mitbürgerinnen und Mitbürger heute Morgen auf den Marktplatz gekommen sind. Jung und alt, um den Hermann Steiger zu verabschieden. Dass zu seiner Abreise dann doch so viele gekommen sind, das rührt den Hermann schon. Ja, das ist klar. Kein Thema. Wo soll denn, was soll denn, soll ich? Das hochoffizielle Begleitschreiben der Gemeinde wird er vielleicht noch einmal gut gebrauchen können. Allem, was du brauchst. Ich wünsche alles Gute. Ja, und gesund wieder. Ja, gut. Mach's gut. Also. So. Ja. Der Massey Ferguson schafft höchstens 25 Stundenkilometer. Aber mit dem Auto fahren, das käme für den Hermann nicht in Frage. Ja, na, das hat mich schon mal gereicht mit dem Schlippe. Da kann man ja schön jetzt die Gegend anschauen. Das ist eine ganz andere Sache, oder? Als wie wenn man das nur immer schnell da anfährt. Das tut mir hier so, ist das mir viel Liebe. Und nur mal so richtig alleine will ich sein. Und zum Alleine sein hat er jetzt viel Zeit. 5000 Kilometer Strecke liegen vor ihm. 10 Stunden will er jeden Tag unterwegs sein. 200 Kilometer am Tag. Das Gespann kommt gut voran, doch der alte Messi hat keine Heizung. Und auch wenn Hermann durch die Arbeit in den Weinbergen Kälte gewohnt ist, friert es ihn hier oben in den Alpen und auch ganz schön durch. Über Nacht bin ich in den Haus schon mein Zimmer genommen, weil das war auch war, im Wohnwagen, das ist ja alles eisig drin, gell, jetzt. Und sehe, wenn es heute Nacht nicht drin ist, dann mache ich das nochmal so. Aber wenn ich beide schon runtergekommen und gerade sehe, welches ich nicht mehr brauche, dann ist es warm.
Da tue ich mir auch dann meinen Wohnwagen mal aufräumen. Das sieht so aus wie bei Hemmel und Co., doch? Herrlich. Oh. Ach, wie schön. So, die zwei Gläser dürfen Sie mitnehmen, das als Andenken. Ach, danke schön. Ach, schön. Wunderbar. Und so, das ist auch die Adresse drauf. Vielen Ach, das Dank. Ist ja gut. Erste Reisebekanntschaft, zwei Urlauber aus dem Taunus. Spezielles kleines Fläschchen, da sind die besonders gut. Oh, der läuft ja wie Öl. Der läuft ja wie Öl. Wow. Ich komme ja trinken, wenn die Frau am Kind Bett liegt. So also der Fabner ist, dass ich Bett lese, gell? Nein. Nicht? Sondern? Ja. So. Bären auslese. Oh. Ja, also ist aber gut. Also, Prost. Prost. Auf Ihre Fahrt, auf dass alles gut geht und auf Ihren Traum. Prost. Prost. Ja, Prost. Prost. Das ist ein bisschen kalt. Oh, schmeckt der gut. Der schmeckt ja wie Honig. Ja. Der schmeckt Der ist aber gut. Oh Gott, ist der gut. Wow. Da habe ich mir 70 Flaschen mitgenommen. Oh. Der ist aber gut. Das ist ja was Feines. So was habe ich überhaupt noch nicht getrunken. Das ist ja ganz toll. So was habe ich überhaupt noch nicht getrunken. Das ist ja ganz toll. Mhm. Weißt du mal, was da jemand zu mir gesagt hat? Das ist was ganz Schlimmes. Also, wie wenn Engelchen auf die Zunge pickeln. Ja, das ist aber. Das stimmt. Ja, ja. Hat jemand gesagt. Ja, das sieht man. Wenn man gerade einen Engel haben auf die Zunge bist. So. Darf ich mal sehen? Ja, bitte. Darf ich mal das sehen? Das ist ja was. Ich habe gleich gesehen, die kleine stein, Flasche, das ist was. Eine große. Jetzt geht es über die Alpen, wie einst bei Hannibal. Nur Hermanns Elefant ist aus Stahl und hat 75 PS. Weiter geht die Fahrt durch Österreich und über die alte Brennerstraße in Richtung Süden. Denn über die Autobahn darf er mit seinem Traktor natürlich nicht fahren. Ein letzter Halt vor der Grenze. Und wie so oft gibt es auch hier die gut gemeinten Ratschläge der Einheimischen. Dann habe ich da oben gestanden, habe ich nicht mehr gewusst, soll ich so rumfahren, über Garmisch. Hier dürfte ich ja nicht fahren normalerweise hier. Wieso? Anhänger ist normal verboten. Naja, das ist ja ein Traktor. Ein Traktor darfst du da fahren. Ja, was machen die Bauern, die hier wohnen? Die müssen da fahren. Wohnwagen ist normal ausgenommen. Einheimische dürfen schon fahren. Ja, ich darf auch fahren, das machst du dir nicht schon klar. Das ist gerade immer. Und der Hermann fährt weiter. Nur 4 Tage nach der Abfahrt aus Nierstein geht es morgens um 10 über die Grenze nach Bella Italia. Noch ist es eiskalt und überall liegt Schnee. Aber schon eine Traktorstunde später im malerischen Eisacktal wird es richtig warm. Weiter geht es bis ins alte Klausen, nach Chiusa, wie die Italiener sagen. Und genau hier hat der Hermann mit seiner Frau vor langer, langer Zeit einmal Urlaub gemacht. Und vielleicht, wer weiß, erinnert man sich ja noch an ihn. Der Toni lebt ja nicht mehr, habe ich gehört, gell? Nein. Lebt seine Frau noch? Ja. Ist sie hier? Kenn ich sie mal? Ja, hallo. Hallo. Sissi kennt mich noch, gell? Logisch. Mhm. Wie geht's? Gut. Wie lange ist denn das her? 35 Jahre. Und die Bergwilde? Ja. Aha. Lange Zeit, gell? Ja, das ist lange Zeit. Mhm. Vielleicht kenne ich die Frau auch wieder. Die hat sich nicht verändert. Nicht verändert. Nee, die ist genau noch so kräftig, wie sie war. Das ist gut. Ja. Die schwemmt heute noch immer hier von der guten Pasta, wo die Pasta Schutta von mir hier gesammelt. Von der Pasta Schutta. Ja, war immer Suppe. Ob Pisa, Volterra, San Gimignano oder Siena,
Die vielen Sehenswürdigkeiten der Toskana lässt der Hermann links liegen. Es zieht ihn weiter, schnell in den Süden. Nur ein paar Aufkleber von den Orten, an denen er vorbeigekommen ist, würden sich schon gut an seinem Wohnwagen machen. Aber Hermann spricht kein Wort Italienisch. Doch da muss er jetzt durch. Per qualsiasi sia il motivo. Parli l'italiano? No, forse no. Finita. Ah, scusa, non Aufkleber, sondern. Non sapevo parlare italiano. Sapevo anche parlare tedesco. Ho capito, non ti bastano tre. Erstmal. Da ist ein Aufkleber schon von Siena. Nicht Postkarte, sondern. Francobollo, Stamps. No. Das will ich hin ans Auto, wird das geklebt. Will ich das lang kleben. Also, das. Der wird kleben. Ah, no, no, ho capito. Adesivo, Decals. Also, hat das nicht, hä? Decals. Okay. Hm? Niente. Nix. Nix. Damit. Forse Gasoline Station, Distributore, Benzina. Hier haben wir es, ja. Okay. Gut. Also, Gas nicht. Nächster Versuch. Diesmal soll es ein Tempo 25 Aufkleber für seinen Wohnwagen sein. Chilometri? Sì, ha preso vas? No, così. Fino a qui 25 km ho capito. Poi, dopo, après, after. Ich brauche zwei Schilder. So zwei Schilder für Schleppe und Hänge. Hinten drauf mal, da guck. Hier hinten drauf kleben. Oder Schrauben. Un parcheggio, giusto? Ora ho capito. Basta scrivesse velocità. No Schumacher, insomma. No Schumacher. Questo no Ferrari. Nach einer Nacht im Hotel fährt der Hermann weiter durch die verregnete Toskana. In der Hoffnung, dass weiter im Süden endlich die Sonne scheint. Habe ich mir das vorgenommen und dann wird das auch so durchgezogen. Da denke ich schon gar nichts anderes als erstmal an mein Ziel, was ich vor mir habe. Rom und dann nur ne, noch links. Und wie geht es bei dem Sauwetter hier? Also ein bisschen kalt. So angenehm ist es nicht hier. Wir haben nur 5 Grad. Ich habe wieder mal gesagt, ein Thermometer gekauft, als ich mir da hier im Bild bin. Das sind nur 5 Grad. Ja. Jetzt sind es nur noch 200 Kilometer bis in die ewige Stadt. Doch irgendwie scheint der letzte Tankstopp nicht so ganz erfolgreich gewesen zu sein. Und hätte der Hermann nicht einen gut gefüllten Reservekanister und seinen Entlüftungsschlüssel dabei gehabt, dann wäre er wohl nicht bis zur rettenden Tankstelle gekommen. Liftwasser, wird ein bisschen entlüft hab. Super. Da stinkt mir noch Diesel, die ganze Scheiße. Dann mach ich mir das erstmal klar, der mag auch gar nicht, wenn da nichts hätte. Sehr frisch. Ah, das ist der erste, wo ich aber richtig voll mache. Okay. Weil Wasser, ich habe eben oben entlüftet, der war leer. Da gehen 110 Liter Sprit müssen hingehen. Okay. Müssen hingehen, sogar noch mehr, 150. Der war ja leer. Das war ja auch klar, der Satz kann ich sehen, den machst du mal ab. Na, den hier macht etwas mit mir. Das ist dein ganzer Geld, das muss man gerne. Ich bin kein Italiener. Nicht?
bin Deutsch. Du bist ein Deutscher, dann ist ja prima. Du bist ein Gehör, gell? Da machst du schön voll an, gell? Ja. Hab ich gestern getankt? Hat er mir nicht richtig voll gemacht, der Kerl. Ich bin nur 200 Kilometer gefahren, sagen wir 250 Kilometer. Normal fahre ich 400 Kilometer mit. Wie muss das sein? Der Wäschfrick? Ich war nass geschwitzt. Ja, weil du stimmst ja was für mich. Das ist schon mitten zu. Da, mein Lieber. Jetzt nur noch ankommen. Doch Rom ist groß, sehr groß sogar. Und so ist der Hermann Hunde müde und heilfroh, als er gegen 9 Uhr abends endlich auf dem Campingplatz ankommt. Und während er dort sofort schlafen geht, ist der Gutsausschank daheim gut besucht. Ganz Nierstein spricht nur noch über Hermanns Fahrt. Und alle aus der Familie müssen jetzt mit anpacken. Er fehlt halt schon, der Hermann, dem Sohn, der Schwiegertochter und ganz besonders natürlich der Rosa. Sonst gehen wir ja immer in unserer Freizeit einmal aus, immer einmal, zweimal mindestens in der Woche, wenn ich keinen Dienst habe. Und jetzt sitze ich da daheim, vor dem Fernseher. Heimatkanal ist jetzt mein Ding. Man merkt es einfach, es fehlt jemand. Es fehlt echt jemand. Weil er ist so eine Person, der ist nicht so leicht zu ersetzen, muss man sagen. Egal, ob das im Betrieb ist, privat, wie auch immer. Vielleicht muss die Familie ja auch bald ohne Rosa auskommen. Die zieht es nämlich auch in den Süden. Das hat er schon immer gesagt. Wenn ich lieb wäre und brav wäre, dann dürfte ich ihn immer besuchen. Ja, und dann, das hat er immer schon gesagt, von Anfang an. Na, Mosche. Morgen. Herrlicher Tag, wa? Gut geschlafen? Hervorragend. Doch. Na, ich habe morgen rausgeschaut, das sieht toll aus, gell? Jetzt habe ich mich so weit fertig gemacht. Jetzt wollte ich heute ein bisschen was essen. Kleinigkeit. Ich wollte mir erst ein paar Eier machen. Mache ich mir morgen. Mit Ruhe, alles. Das ist jetzt alles mehr so hektisch. Der Hermann kommt ganz gut zurecht als Hausmann. Gekocht wird nicht groß. Dafür ausgiebig gefrühstückt. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, mal Bett machen. Na, heute geht's in die Stadt. Mit dem Schleppe. Erste Etappe. Der Petersdom. Doch die Fahrt endet schneller als erwartet. Die Herren in blauer Uniform scheinen nämlich etwas dagegen zu haben, dass sich ein Traktor mit Wohnanhänger durch die vollen und engen Straßen der italienischen Hauptstadt schlängelt. Und gefilmt wollen sie auch nicht werden. Ich merke mir schon was, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ja, ich fahre nach Sizilien. Ach ja. Ja. Das ist kein Thema. Machen wir okay. Wir haben jetzt nur etwas Probleme hier mit der Polizei, gell? Klar. Die Polizei berät. Banges Warten auf dem Petersplatz. Die Rettung? Das Schreiben der Gemeinde Nierstein, in dem sein Vorhaben auf Italienisch beschrieben wird. Für den Hermann macht die Polizei jetzt eine Ausnahme. Er soll nur den Verkehr nicht allzu sehr behindern. Jetzt geht die Fahrt erst einmal hoch, auf den berühmtesten der 7 Hügel Roms, den Gianicolo. Hier kann Hermann die herrliche Aussicht genießen und auch noch einmal über die Begegnung mit den Ordnungshütern nachdenken.
Man, über die Polizei bin ich schon ein bisschen überrascht. Gut, da gibt es auch wie bei uns ein paar Strebe, aber im Großen Ganzen ist das schon in Ordnung. Und jetzt fünfmal haben sie mich jetzt angehalten von der Oberrunde. Von Sterzing war das erste und das letzte Mal da vor Rom. Und der war erst ein bisschen pampisch, der eine, aber der eine, dem habe ich einen Schrieb gegeben. Ist das wunderbar. Der kommt, hat mir da auf die Schulter geklopft und hat gesagt, alles okay, und bin fortgefahren. Ich habe mich schon gefragt, ob ich Englisch sprechen kann. Und gesagt, nein, kann ich nicht. Will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Ich bin in mir schon nicht. Bleib doch dabei. Was mich hier überrascht, dass ich keine schenkt. Auch wenn ich keinen Blinker gesetzt habe und dann sitze ich im letzten Moment und fahre dann rüber, da wird nicht gehupen, gar nicht. Das tut mich sehr überraschen hier. Das wäre bei uns nicht der Fall. Bei uns gehst du von jedem der Vogel gezeigt und den schönen Mittagabend, aber hier, doch. Das ist schon nicht in Ordnung, würde ich sagen. Vieles in Rom ist nur zu Fuß zu erreichen. Und so taucht Hermann ein in das pralle italienische Leben. Die spanische Treppe. Treffpunkt für Römer und Touristen aus aller Welt. Und Hermann mittendrin. Erinnerungen fürs Leben. Ja, jetzt müssten sie ihn sehen können, die Zweifler daheim. Und dann natürlich die Fontana di Trevi, wohl der berühmteste Brunnen der Welt. Man sagt, wer einmal eine Münze über die Schulter ins Wasser wirft, wird irgendwann hierher zurückkehren. Und das lässt sich der Hermann nicht nehmen. Das ist kaputt. Die erste große Etappe von Hermann Steigers Reise ist geschafft. Aber noch gilt es, über 800 Kilometer zurückzulegen, bis er endlich am Ziel seiner Träume angelangt ist. Das Abenteuer Sizilien geht weiter. Keine drei Wochen nach der Abreise steht der Hermann am westlichsten Zipfel des italienischen Stiefels, um nach Messina überzusetzen. Der Traum von Sizilien. Jetzt ist er zum Greifen nah. Sauwohl oder bei Pudelwohl. Das ist schon super. Ja, und den ganzen Alltag von daheim, alles vergessen, den ganzen Kram. Das ist einfach herrlich, kann man gar nicht so nicht sagen. Das hat mich einfach gereizt, um nach Sizilien zu fahren. Und weil bei uns auch viel aus Sizilien gearbeitet haben und die haben mir erzählt. Und das hat mich beobachtet und da habe ich mir das eben in den Kopf gesetzt und jetzt habe ich es wirklich. Gott sei Dank. Mir gefällt das eben, mir gefällt sowas hier.
Bist du jetzt glücklich? Ja. Ehrlich. Ja. Das ist sehr super. Nach einer guten halben Stunde auf dem Schiff fährt der Traktor nun zum ersten Mal auf sizilianischem Boden. Es geht durch Messina und Hermann spürt, dass hier die Dinge anders, wahrscheinlich ein wenig gelassener laufen. Langsam wird es Abend und das Gespann hat noch ein gutes Stück Weg vor sich. Zu enge Gassen scheint es für den Hermann dabei gar nicht zu geben. Das Ziel für heute liegt 3 Traktorstunden entfernt im Süden der Insel. Für die nächsten 2 Wochen will der Hermann auf dem Campingplatz La Timpa in Acireale ganz in der Nähe von Catania Station machen. Das ist alles allein. Der nächste Morgen. Schon kurz nach 7 ist es 20 Grad warm. Aber jetzt ist es kalt zum Durchsetzen. Ich habe mich bei Ihnen mal hingesetzt und es ist kalt. Die Fischer des Ortes sind noch früher aufgestanden und auch schon eine ganze Weile auf dem Meer. Ihren Fang kann man später in Catania, auf dem wohl berühmtesten Fischmarkt Italiens, bewundern. Sagenhaft. Mein Misse. Der Hermann ist vom bunten Treiben ganz schön beeindruckt. Und doch scheint es fast, als würde er schon immer irgendwie hier dazugehören. Nach all dem Fisch geht es zum Gemüsemarkt. Und da es mittlerweile auch Mittag geworden ist, käme eine kleine Stärkung jetzt gar nicht mal so ungelegen. Sicilien. Ja? Ja, Sicilien. 1 Euro, 2 Kilo. 2 Kilo, 1 Euro. Ich bin Deutsche. Gib mir mal 2 Kilo. 50 Centesimi. Was kostet ein Kilo? 50 Cent oder wie? Das ist ein paar. 1 Euro. 1 Kilo? 2 Kilo. 2 Kilo. 2 Kilo. Alla, machen wir 2 Kilo. Ja, machen wir, glaube ich. Jetzt geht es aber los. Vorbei an Zitronenhainen zieht es den Hermann in die Höhe. Denn der Berg ruft. Von 0 bis auf 2000 über dem Meer geht die Fahrt auf den höchsten befahrbaren Punkt des Ätna. Ein ziemlicher Kraftakt für Hermann und seinen betagten Traktor. Des Vulkans liegt in den Wolken. Aber nach 2 Stunden Fahrt ist es endlich geschafft. Weiter hoch geht es nicht. Und erst jetzt wird dem Hermann bewusst, wie viel Kraft und Mühe ihn diese Reise bisher gekostet hat.
Aber ob ich es nochmal machen will, ich weiß nicht. Das wird mir doch ein bisschen anstrengend, die ganze Tour. Es hat schon alles ein bisschen leichter angesehen, wie es war. Die ganze Geschichte, gell? So ist es nicht. Ich meine, es hat alles gut geklappt, aber es ist schon ganz schön stressig gewesen. Aber jetzt erst einmal runter vom Traktor und auf zu einer Kraterrunde. Und ganz langsam spürt Hermann, dass er jetzt wohl am Ziel seiner Träume ist. Auch wenn er es selbst noch kaum glauben kann. Ja, das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich überhaupt, dass ich mal da raufkomme. Das hätte ich echt nicht geglaubt. Sizilien, ja, aber dass ich auch noch auf der Ätna fahre, das hätte ich nicht geglaubt. Naja, und das da haben wir erzählt. Ich glaube, das sind doch die meisten nicht so. Aber es ist eben so. Das ist toll. Da kann man auch nicht viel sagen zu der ganzen Geschichte, oder? Was soll ich nur dazu sagen? Ich hab's gesehen. Und das war's. Jetzt, da er es ganz alleine bis hierher geschafft hat, ist es dem Hermann dann auch ganz recht, dass er bald in Begleitung Urlaub machen kann. Hier auf Sizilien. Gleich wird sie kommen. Die Rosa, seine Frau. Eigentlich wäre sie ja gerne von Anfang an mit dabei gewesen, aber der Hermann wollte nun mal unbedingt ganz alleine fahren. Sie wollte mitfahren, die hat immer gesagt, das müsste machbar sein. Und gesagt, das geht nicht, weil man kann nicht lenken und den Sitz kann man nicht, das kann man nicht verriegeln, das ist aber auch nicht machbar, das geht nicht. Ich kann mich schon nicht neben draufsetzen, der Lenker ist hier und ich sitze auf der Seite, das geht nicht. Das muss genau gerade vorsitzen und dann Auto sah wieder hin. Das wäre ja auch für dich eine ganz andere Reise dann gewesen. Ne? Ja, da wäre mein ganzer Traum immer einmal gewesen. Aber es wäre auch ganz gut, wenn sie jetzt hier ist und wie gesagt, die 4 Wochen soll sie dann auch genießen hier. Wie ist das auch? Das ist auf jeden Fall. Nur 3 Wochen haben sich die beiden nicht gesehen, aber Hermann hat inzwischen so viel erlebt, dass es ihm vorkommt, als seien Monate vergangen. Jetzt möchten die beiden aber erst einmal ein paar Wochen Urlaub machen, den Traktor stehen lassen und einfach den wunderschönen sizilianischen Frühling genießen. Ich sag, wir bleiben hier, dann können wir dann nun ins Adlav, das ist nicht weit. Da kann man zum Essen gehen oder da direkt oben ist eine Pizzeria drin, über dem Campingplatz. Und deshalb bleiben wir hier. Wie gesagt, sagen wir doch Bescheid, lassen wir uns am Bungalow da so klein machen. Und dann bleiben wir da, das ist besser. Da hast du auch besser schlafen. Das wird ein bisschen knapp. Oder du schläfst im Bungalow und ich schlafe wunderbar. Naja. Fällt mir nicht so mit dir. Nein, das ist so. Du hättest ja daheim bleiben können, wenn ich wieder schlafen muss. Gell? Ja. Wir von der Landesschau, wir stellen. Daheim in Nierstein sorgen übrigens inzwischen die Landesschau und auch die Zeitungen dafür, dass die Abenteuer von Hermann, dem Sizilianer, in aller Munde sind. Sizilien ist nach Palermo, genauer gesagt, immer dem Frühling entgegen. Ich finde es absolut spitzenklasse. So was habe ich schon erlebt. Ne? Ich bin begeistert. Es ist schon ein verrückter Kerl. Alle Achtung. Wahnsinn. Prost auf den Mann. Prost. Die Nordküste Siziliens.
auf dem Campingplatz Costa Ponente bei Cefalù. 4 Wochen sind inzwischen vergangen. Hermann und Rosa haben einen ihrer schönsten Urlaube verbracht. Da hat man noch gar keinen Schwarm auf den gehabt. Okay. Rosa, ist der Hermann hier zum Hausmann geworden? Nein. Wie merkt man das? Habe ich gewusst, dass der ändert sich nicht mehr. Wie die Kinder sagen, Vater, machst du nicht mehr anders. Ich habe nichts gemacht hier, gebe ich ehrlich zu. Ich weiß, wir sind jetzt fast 3 Wochen hier, nicht einmal Brötchen holen. Wer Brötchen essen will, muss holen. Entschuldigung. Ich hätte Hartbrot gegessen, ich hätte mich nicht hier durch. Wie immer Brötchen laufen nicht auf das Wasser. Nee, ist nicht. Daheim ist der Hermann mittlerweile richtig berühmt geworden. Und so hat ihm die Rosa Zeitungsartikel über seine Reise mitgebracht. Also, da habe ich ja den. Habe ich schon mitgebracht. Die Madame hat gesagt, das sind wir alle da in Rom von der Abfahrt. Und vorher, da habe ich gesagt, gut, das kann man ja mal mitnehmen vielleicht. Ja. Da war es nie. Vielleicht sprechen Sie Deutsch, dann kann man mal gucken. Ich bin besser, etwas mehr dabei als ein wenig. Ja, komm rein, du. Ja, da kommt das Ganze da von hier mal. Das ist Service, eh? Mene, das ist ein Service. Ja, faul. Ja. Mann, ich will. Ich nenne mal so Picke. Das ist ein Service. Ja, so kennt die Rosa ihren Hermann. Seit 42 Jahren. Und deswegen ist die Stimmung auch gut. Es ist der letzte Tag vor der Abreise. Zeit genug, um noch einmal einen Ausflug zu unternehmen. Geht ins Landesinnere, nach Castel Buono, einem typisch sizilianischen Bergdorf. Mit engen Gassen, einem Brunnen und natürlich auch einem Dorfplatz. Einen Traktor mit deutschem Kennzeichen. So etwas hat man hier allerdings wirklich noch nie gesehen. Immerhin hat Hermann mittlerweile auch ein italienisches Wort gelernt. Aber Gott sei Dank gibt es ja überall Sizilianer, die irgendwann einmal in Deutschland gearbeitet haben. Jetzt seit 25 Jahren fast bin ich hier in Italien. Damals war es ein Fluss von Italienern in Deutschland. Arbeiter, Gastarbeiter, habe ich schöne Freundinnen gehabt. Und so gibt es für den Hermann dann doch noch einmal die Möglichkeit, im fernen Sizilien ein wenig für seine Heimatgemeinde zu werben. Schön, ja. Ja, das schenke ich dir, die passt in deine Erinnerung an der arme Hermann aus Nierstein, der Winsee. Hermann, ja. Gut, schöne Name auch. Moment. Hier sind fast alle Gaststätten und Betriebe sind fast hier alle verewigt. Ja, sind hier drin, ja. Schön. Wir haben 8000 Einwohner bei uns hier. Der Tag und auch das Abenteuer Sizilien neigen sich dem Ende zu. Und immer öfter denkt der Hermann jetzt auch wieder an zu Hause. Und es ist mal alles so ruhig. Daheim kannst du also mal mit denen rumzacken und mal schöne und dann kannst du so Tompa flossen. Das brauche ich auch. Das ist eben so. Und haben auch so manche Kumpels, die ich habe, die fehlen mir schon ein bisschen, dass man mit denen mal
quatscht. Und obwohl, ich habe hier kein Problem, es sind ja so viele Leitungen, die mich mit einem unterhalten. Und da ist das ja kein Thema, oder? Aber trotzdem, du schon ein bisschen. Ich bin froh, wenn ich schon wieder heimkomme. Es waren 2 Monate. Und das langt. Und das weiß ich wahrscheinlich nie mehr machen, so lange Urlaub, aber das langt. Aber das Ziel hast du ja dann erreicht. Ja. Ja, das habe ich. Dann kann ich sagen, es ist vollbracht. Ah ja, es ist so, oder? Ich meine, das, wenn ich schon überlege, ich war mir nicht so ganz sicher, ob das gut geht oder nicht. Ah ja, ich wusste nicht, ob der Traktor hält, ob das geht oder das oder selbst oder aber alles. Und ich wusste auch nie, wie das mit der Polizei oder ob sie in Rom erlebt, mit ihnen unterwegs waren, wo gehalten. Aber es ist mir alles gut gegangen. Sie haben mich immer weitergewogen, gestürzt und weitergefahren. Und es war alles ohne Probleme. Kann man sagen. Der Tag der Abreise. Mit Traktor und Wohnwagen geht es jetzt nach Palermo. Von dort wollen Rosa und Hermann dann die Fähre nach Genua nehmen. Aber noch bleiben ein paar Stunden für einen Stadtbummel durch die Hauptstadt Siziliens. Drei Stunden später sind die beiden Hunde müde und heilfroh, dass sie ihr Gespann um 21:30 Uhr abends im riesigen Bauch der Fähre parken können. Und dann, nach 5 Wochen Wohnwagen, der pure Luxus. Und so gibt es zum Abschluss der Reise dann doch noch so etwas wie eine kleine Kreuzfahrt. Der nächste Tag an Deck. Noch einmal entspannen und sich treiben lassen. Die Sonne brennt und jetzt zeigt sich, wie gut sich die beiden erholt haben. Rosa übrigens findet, dass der Hermann irgendwie ruhiger und entspannter geworden ist. Auch wenn er nach wie vor gerne den Macho spielt. Stell dir vor, dass ihr es zusammen auch gemacht habt jetzt. Mhm. Warum? Ja, da hatte ich wenig Arbeit. Da kannst du ja richtig Macho machen, so richtig bequem. Aber die Schrittboot ziehen lassen, was zum Vogel müssen. So. So schön. So habe ich mir gleich mal selbst gewischt. Das habe ich schon alles gemacht. Reden. Essen, schwer essen gegangen, dann hätte man es aus der Dose gemacht. Aber so hat sie. Aber Hermann, es gibt dir mal einen Stoß, komm. Ja. Hat sich schon gefreut, dass ich habe. Ah ja, gut. Ich will ja nicht sagen, dass ich jetzt Space war, was du müssen, Gottes Willen. Nee, es war schon ganz gut, als er gekommen ist. Aber nur war es vielleicht ein bisschen zu lang. Ah ja, doch. Fährt sie da hinten eigentlich. Es muss immer gell, so. Nur, wenn das so ein bisschen hochkommen will. Nur, muss man das gleich nur nicht schlagen. Gell? Das kennt jemand, merken, dass man eine andere Meinung hat. Gell? Nein. Also, da habe ich was. Ja. Da habe ich was. Das Marsch ist nass. Genua. Fast 20 Stunden hat die Überfahrt gedauert. Wenn ich die Probleme mit der Straße als nicht gehabt hätte, wäre ich auch mit dem Schlepper wieder heimgefahren. Ja, nicht Seite hoch, aber das wollte ich mir auch nicht mehr holen. Und da wollte ich eben mit Ruhe hierher fahren. Und ich habe das auch schön genossen, es war auch was super. War so. Und ich freue mich nicht, mir merken gar nichts überhaupt. Das war aber traumhaft. Schön war das.
Jetzt erstmal runter vom Schiff und dann heißt es Abschied nehmen. Denn Rosa fährt mit uns nach Deutschland zurück. Ja, hallo. Jawohl. Mach's gut. Hallo. Tschüss. Mach's gut. Und der Hermann geht wieder alleine auf seine letzte Etappe. Der Winzer wollte schon immer gerne mit dem Traktor nach Sizilien fahren. Und das hat er jetzt auch gemacht. Die Landesschau, die hat ihn begleitet. Morgen kommt er nach Hause. Wie wird denn der Empfang sein, Frau Steiger? Oh, ich denke, das ist ein großer Empfang wird sein. Ganz Nierstein feiert? Ja, vielleicht, ja. Aber ich denke schon, dass viele kommen. Da gibt es ein paar Überraschungen, die können wir jetzt noch gar nicht verraten. Weil wir nicht wissen, wo der Hermann im Moment schon unterwegs ist. Wahrscheinlich ganz in der Nähe, schon nur ein paar hundert Kilometer noch entfernt von Nierstein, wird schon zugucken. Ja, er wollte es machen. Da werden wir jetzt mal überhaupt nichts sagen. Das ist schön, dass Sie bei uns sind, Frau Steiger. Toll. Der Hermann hat Sie nicht mitgenommen auf seine große Tour, gell? Nee. Wie war denn das für Sie? Schlimm. Ich wäre gern mitgefahren, ne? Sag ich mal ehrlich. Aber es ging nicht. Es war unmöglich, damit auf dem Traktor so lange zu sitzen. Und das wollte er wahrscheinlich auch mal als Mann alleine machen. Er wollte es alleine machen, ja, das stimmt, genau. Das hat er ja immer gesagt. Da hatten Sie dann doch ein Einsehen. Aber Sie haben dann sich ein Herz gefasst und haben gesagt, unten in Sizilien, als er angekommen war in Palermo, da besuche ich ihn. Und da war sie auch, die Rosa Steiger, in Sizilien auf dem Campingplatz Cefalù an der Nordküste von Sizilien. Und da gucken wir jetzt mal, wie es da ausgesehen hat. Da ist euer Trecker und das Wohnmobil. Wie war's? Herrlich, schön. Es war ein Traum. Gemeinsames Essen, da ist der Tisch gut gedeckt. Dafür waren Sie dann wieder zuständig. Ja. Da hat er mal wieder richtig gegessen, der Hermann. Mhm. Da sieht man, wie Sie zu zweit im Traktor sitzen. So hätte es die ganze Fahrt dann ausgesehen, über Wochen hinweg. War es unbequem? Nee, es war nicht direkt unbequem. Ich bin ja auch so über die halbe Insel mit ihm gefahren. Ja. Wir sind da so über 10 Stunden am Stück gefahren. Es ging, aber wenn ich mir vorstelle, es wäre jeden Tag so gewesen, das hätte ich nicht machen können. Haben Sie viel Kontakte gehabt mit den Einheimischen auch? Ja, haben wir gehabt. Ja. Hier haben wir. Da sieht man, wie Niersteiner Prospekt verteilt worden ist von Ihnen und vom Hermann. Waren die Leute nett? Ja, waren nett, sehr nett alle. Arrivederci. Und alles. 5 Wochen waren Sie bei ihm. Ja. Wie war's? Insgesamt? Schön, sehr schön. So einen langen Urlaub haben Sie wahrscheinlich noch nie gemacht, oder? Nee. Immer nur kurz und meistens stressige. Wir hatten auch immer oft unser Enkelchen dabei. Aber das war mal so richtig Erholurlaub. Toll. Sie sehen auch jetzt noch ganz toll und erholt aus, das muss man sagen. Hat sich der Hermann denn verändert? Also ich muss sagen, auf Sizilien war er ganz anders. Er war ausgeglichen, war er. Daheim haben wir ja immer viel Stress und so. Aber da war er wirklich, war toll. Aha. Also hat die Reise ich hoffe, er bleibt so, wie er dort war. Hat die Reise ein bisschen verändert. Ist er auch selbstständiger geworden? Ich erinnere mich, dass Sie am Anfang mal in einem Film gesagt haben, oh Gott, wie soll er das alles schaffen? Er kocht daheim nichts, er weiß nicht mal, wie man einen Kaffee macht. Hat er sich da ein bisschen verändert? Ich glaube nicht. Er hat sich wohl sein Frühstück gemacht, einen Tee gekocht und was gegessen. Aber so selbst so gemacht hat er auch gar keine Zeit gehabt, vor lauter Fahren. Er wollte ja nur nach Sizilien. Er hat überhaupt keine Ruhe. Der ist am Tag, als wir 12 Stunden und noch länger gefahren, er hat das ja in reine Fahrzeit, hat er nur 10 Tage hat er gebraucht. Also. Ist er mordslos gemacht? Ja. Sie haben eben gesagt, daheim hatten Sie dann auch ein bisschen Stress oder früher noch. Und wie war es, als er weg war, wo Sie allein waren? War das auch stressig für Sie? Ja, man konnte ihn immer nicht erreichen. Man wusste dann immer nicht, wenn man angerufen hat über das Handy, hat er es immer aus oder im Traktor hat er es nie gehört. Und dann hatte man die ersten Tage immer keinen Strom zum Laden und dann konnte man gar nicht erreichen. Keinen Kontakt, Ja, klar. Und Sie mussten ja auch den Betrieb dann allein zu Hause weiterführen? Wie war das? Allein, nicht. Ich habe mit dem Sohn und die Schwiegertochter, wir haben das dann zusammen alles gemacht, weil der Betrieb gehört ja jetzt dem Sohn schon. Das und da musste er jetzt aber auch mal ohne den Papa ran. Mhm. Ja, da hat er dann auch Stress, der Sohn. Also manches hat mein Mann doch gemacht, ne? So vieles Feld und im Keller und so. Mhm.
Wie haben denn die Niersteine reagiert? Es kamen ja immer mal die Berichte von uns hier. Oh, die waren begeistert dann, obwohl sie alle erst vorher gelacht haben. Er würde das nie machen und er würde nie hinkommen, unterwegs würde aufgeben und so. Da können Sie jetzt auch stolz sein auf Ihren Hermann, oder? Ja, bin ich. Ich habe gehört, er hat jetzt einen neuen Spitznamen weg in Nierstein. Stimmt es? Ja, also manche sagen immer der Palermo-Hermann. Der Palermo-Hermann. Da sind wir mal gespannt, wie der Palermo-Hermann morgen von Ihnen empfangen wird. Dankeschön, dass Sie bei uns waren, Frau Steiger. Also, morgen kommt... Das nächste auf. Zwei Wochen später. In Nierstein laufen die Vorbereitungen für Hermanns Rückkehr auf Hochtouren. Und Hans Hermann hat sogar ein eigenes Weinetikett für die Ankunft seines Vaters drucken lassen. Also manche haben halt gesagt, der kommt, der kommt noch nicht mal in die Alpen oder so, ja. Der kommt noch nicht mal nach Österreich. Das haben die mir noch zwei, drei Tage davor gesagt. Und haben da gemacht, ach, der muss erst mal so lange Traktor fahren. Dann sieht er, dass er, dass ein langer Weg ist, dass er das abbricht. Den kennt der Hole im Schwarzwald oder so. Naja, jetzt sind wir nach Sizilien gefahren, kommt heute wieder. Da haben sie sich geschnitten. Und der Hermann? Der ist mittlerweile schon in Worms und freut sich auf daheim. War ja alles wunderbar, aber fehlt doch was. Von morgens würde man shoppen trinken gehen oder da gehen oder da oder quatschen. Oder bei den Bäckern laufen oder bei den Pizzen muss ich gehen. Das macht das ganz gern. Naja, wie gesagt, ich bin froh, wenn ich da bin. Im Gutsausschank der Steigers hat man inzwischen die Tische weggeräumt. Das Wetter ist allerdings denkbar schlecht und keiner weiß, wie viele kommen werden, um den Heimkehrer zu begrüßen. Und Rosa, nur äußerlich, ist sie die Ruhe selbst. Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, bin ich schon, klar. Ich freue mich, wenn er wieder da ist. Weil dann können wir auch zusammen wieder was unternehmen, mal fortgehen. Da sitze ich ja dann oben salon, alleine hier in der Wohnung oder unten in der Wirtschaft, aber das ist dann auch nicht so. Also wenn er da ist, wenn er auch mal meckert, das ist nicht schlimm. Das sind wir gewöhnt, das braucht er. Die allerletzten Kilometer. Das Ortsschild von Nierstein. Und auch der Hermann glaubt nicht so recht daran, dass bei diesem Regen viele Leute zu seiner Rückkehr auf dem Marktplatz sein werden. Doch von so etwas lassen sich die Niersteiner nicht abhalten. Hermann wird begrüßt, wie es einem echten Abenteurer gebührt. Palermo Hermann wird er jetzt genannt. Einer, der die Fremde genießen kann, ohne die Heimat dabei zu vergessen. Aber ich habe hier noch einen Ersatzinsel. Und jetzt ist er wieder da. Endlich. Ja, ja, ja. Und alle sind sie gekommen. Die alten Freunde und auch die neuen. Ja, 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 ja. War doch gut, gell? Ja, ja. Der Steiger, Mann des Jahres der Gemeinde Nierstein. Und auf geht's, Bravo-Sänger. Und dann ganz zum Schluss gibt es sogar noch ein Lied, extra gedichtet von den Bacho-Sängern für den Palermo-Hermann und seine Rosa. Rosa, lass das weinen, ich komm bald ja wieder heim zu dir, auch wenn's dauert viele Wochen, steh im Mai vor der Tür. Auch wenn's dauert,
Herrn, steh immer heilig vor der Tür, werden gewahren, auch auf mich kommen. Ich sag mir, mein Gott, was macht das schon? Im historisch bedeutendsten an, die Weinlage unterhalb der St. Kilianskirche, die historische Glöck. Das ist die älteste urkundlich erwähnte Weinlage in Deutschland, in einer Schenkungsurkunde der Karolinger schon erwähnt. Und hier haben wir den Blick auf Nierstein. Der Rhein ist hier sehr, sehr breit und hat dadurch erzeugt ein besonderes Mikroklima, was wichtig ist für unsere Reben. Eben hat man den Wernerschen Hof gesehen, besonders schön, um abends Wein zu trinken, zu empfehlen für romantisch Verliebte. Weinläden gibt es reichlich. Das touristische Angebot ist sehr gewachsen in Nierstein. Man muss an dieser Stelle erwähnen, dass Nierstein zu den drei am schnellsten wachsenden Touristikgemeinden in Rheinland-Pfalz gehört. Wir haben zugelegt von 2001 auf 2002 um 100%. Mittlerweile nahezu 250 Betten und es tut sich unheimlich viel. Hier die berühmten Riesling-Weinberge am Roten Hang. Sicherlich kennen viele die Präsentation am Roten Hang. Mittlerweile ist auch eine Drei-Türme-Wanderung dazugekommen. Das hier ist der Wahrturm. Da bin ich früher als Kind noch drauf geklettert. Da war das noch offen, heute geht das nicht mehr. Hier der Turm in unserem Ortsteil Schwabsburg, die Schwabsburg. Auch sehr prominent gelegen. Und hier das Allerwichtigste, natürlich der Hauptdarsteller in diesem Film, der Wein. Und hier gilt es zu erwähnen, dass wir in Nierstein 45% Riesling haben, logischerweise bedingt eben durch den Roten Hang, durch den roten erodierten Tonschiefer und die Kalksandsteine, die dort vorhanden sind. Ja. Ja, liebe Zuschauer, ein nicht alltägliches Bild, Johann Lafer auf einem Traktor. Dieser Traktor, liebe Zuschauer, ist etwas Besonderes und vor allem der Mann, der damit fährt. Stoppt nicht umfahren, hier die Gäste. Herzlich willkommen im fröhlichen Weinberg, Hermann Steiger. Hermann, komm runter. Hermann, vor 40 Jahren entstand eine Idee. Nun ist sie Wirklichkeit. Was ist das genau? Ja, vor 40 Jahren, beim Hohenschneiden sind wir darüber unterhalten, das Gas ab. Er will noch. In der Allgäu fahren, habe ich gesagt, ich fahre schon aus Zielen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ja, das hat auch wunderbar geklappt. Was sonst? Oder? Also nochmal für Sie zu Hause. Hermann fuhr mit dem Traktor 5000 Kilometer nach Sizilien. Sind Sie ein bisschen verrückt? Ja, da muss man ein bisschen was an den Birnen haben, schon mal so eine Tour macht, gell? Ja, ja, es ist so, oder? Ja, ich meine, ja, es war eben so. Ich konnte auch nicht mehr zurück. Ich habe da ein paar Sprüche gemacht, dann habe ich mich alle, und ich dachte, gut, dann mach's auch, dann habe ich es auch gemacht. Das ist wunderbar geklappt, ne? So, liebe Zuschauer, jetzt schauen wir mal, wie das geklappt hat. Hermann wird Ihnen erzählen jetzt, wo er überall rumgefahren ist. Ja, das war jetzt hier die Abfahrt auf dem Marktplatz in Nierstein. Da habe ich mich von meiner früheren Verlobten verabschiedet, ne? Ja. Ja, dann bin ich schon losgefahren. Ja, hat die prima geklappt, der ganze Gang, gibt's gar nichts. Von der Saar, dass wir noch nie schon unterm Roy sind. Und dann sind wir schon. Es hat wunderbar geklappt hier. Da sind wir neue Schwanstein schon in Füssen da oben. Es hat hervorragend. War, die Straßen waren frei, aber wir hatten schönen Schnee gehabt. Hat prima geklappt. Ich konnte nicht klagen. Ja. Und dann sind wir dann über die Brennecke da geht. Da waren wir jetzt schon da unten. In der Toskana hier. Das war hervorragend, war das. Ja, so, da gibt's nichts. Ach, und das waren halt die Krönung und Petersplatz, ne? Kolosseum, ja, da haben wir alle ein paar Mal drumherum gekauft, das war wirklich super. Die und uns wollten sie fort, ja, aber es hat prima geklappt, doch. Ja. Ja, und da ist mich schon übergesetzt, nach Messina, das war auch hervorragend, kann man nichts sagen. Ja, und da bin ich dann auf der Etna gegondelt, das war toll, da auf dem Etna, ja, doch, kann man schon sagen. Ja, da habe ich oben gestanden, mal was nie geschmissen. Das kann man ja alles machen. Ja, ja. Und da hatte ich meine Frau dabei, die habe ich schon mitgenommen. Sind wir noch schön bei der Uni gefahren. Ja, und da war ein Kassel Bahnhof gebeten, das war auch was super. Ja, und dann bin ich noch bei Palermo. Da kommt ihr jetzt, ja. Da haben wir einen Palermo, das war wirklich prima. Und da sind wir dann mit dem Schiff dann von Palermo nach Genua weggesetzt. Das war auch was. Wunderschön, da kann man sagen, was man will. Ich hatte zwar also mal ein bisschen in Neapel bei einem Hof gehabt, aber dann war alles klar.
Das war nachher die Ankunft hier in Hirschau und Wabe, leider schlicht bitte. War Schwabe, Frohbrüchen, da schon war. War daheim, ist daheim, ab. Ja, ja, doch. Aber das war gut. Ja. Also, es gibt Dinge, liebe Zuschauer, die sind etwas außergewöhnlich. Ja, Mann, was ist das hier? Da haben Sie eine Flasche mitgebracht. Guck mal, das soll doch eine Erinnerung sein, wenn ich es. Also eine Flasche, 1.3.2004 bis 8.5.2004 in Nierstein, Sizilien. Etwas Besonderes, ich bedanke mich sehr. Dieser Traktor, ja, sieht nicht mehr ganz so jung aus. Wie alt ist denn der? 22 Jahre. Gab es da keine Bannen während der Fahrt? Nein, außer ein paar mit der Bremse ein bisschen Probleme, aber das habe ich gemacht. Jetzt hat mich nichts gekostet, hat Massa Ferguson kostenlos übernommen. Ja, wieso das? Ah ja, gut, ich nehme auch, das war doch die Reklame mit so einem Traktor, der ohne Gondel Massa tue, oder? Ah ja. Ja, das hat mich nichts gekostet. Das war gut. Das heißt also, demnächst müssen alle Landwirte mit dem Traktor nach Italien fahren für kostenlose Reparatur, oder wie? Genau, das wäre so ein Teil, aber das war aber so. Ich war froh und oben da, dass sie mir zugesagt haben, dass sie das mal kostenlos machen. Wie lange braucht man denn da, oder wie schnell fährt man da am Tag? Ja, ich bin so durchschnittlich 200 Kilometer gefahren, so 10, 12 Stunden, je nachdem. Ich bin auch mal 220 oder fertig gefahren, aber es kommt immer zu schieden, gell? Also wenn ich jetzt den Traktor mir so anschaue, da gibt es ja, nehme ich an, keine Heizung. Wie war es dann so, wenn da Schnee am Straßenrand lag? War kalt da drin. So ist es nicht. Ich hatte 2-3 Grad kalt, da habe ich mal gedimmelt, gekloppt, gemacht. Und dann bist du warm gehalten. Hat er so Kapuf da wieder runter, da habe ich mir das zugebunden. Ah ja, noch schon, was soll ich denn machen? Aber wie ich nicht im Bozen war, war das immer alles in Ordnung. Da war nicht warm, dann war alles los. Also Hermann, ich muss sagen, ich bin... Also, liebe Zuschauer, man nennt ihn ja seit neuestem in Nierstein Palermo. Hermann, ich würde sagen, den Ausdruck hat er verdient, oder? Hermann Steiger! Wenn Sie, liebe Zuschauer, noch mehr zu diesem Thema wissen wollen oder sehen wollen, morgen Abend um 21.15 Uhr im Südwestfernsehen gibt es eine Reportage, der erste Teil, und nächsten Samstag den zweiten Teil zur gleichen Sendezeit. Und wissen Sie, was heute ist? Er hat heute seinen 64. Geburtstag. Und jetzt singen wir mit Ulrike Happy Birthday! Ja, Hermann! Max Oppenheim singt jetzt für Palermo Hermann. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag. Raum erfüllt.